Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pikmin 4. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu Pikmin 4. Ja, beim letzten Mal sind wir in das neueste Gebiet eingedrungen, dem Garten der Giganten, mussten dort feststellen, dass wir einfach viel zu wenig an Rohmaterialien haben. Seit dem letzten Mal habe ich ein bisschen Rohmaterial gefarmt, also über 2 Tage haben wir 240. Das sollte so ein bisschen reichen, um dort das ein oder andere bauen zu können. Das Wichtigste natürlich die Sprinkler, dass ich die alle ausmachen kann. Und auch die ein oder andere Brücke. Aber Leute, bevor wir in den Garten der Giganten gehen, ihr wisst, was kommt. Ich habe erstmal einige Piklopädie-Einträge noch nachzuholen aus Olimas Sicht. Und das machen wir jetzt sofort. Und ich gucke, dass ich auch die letzten Schatzkatalog-Serien jetzt abhake. Deswegen, wenn ihr diese Einträge überspringen wollt, also von beiden, steht jetzt über mir ein Zeitstempel, zu dem ihr springen könnt, um diese zu überspringen. Und ich würde sagen, wir legen dann jetzt mit den Einträgen los. So Leute, dann fangen wir jetzt zuerst mit dem Raubblatt an. Bei Olima sind die Einträge ja in der Piklopädie ein bisschen länger. Also, das ist nur eine leichte Untertreibung. Also werden wir hier wahrscheinlich lange brauchen. Ich habe mir schon vorgemerkt, bei welchem Vieh ich ungefähr heute die Einträge beende. Also, legen wir los. Das Raubblatt. Diese Rutscherspezies ähnelt einem abgestorbenen Blatt. Die Beine des Raubblattes erfüllen jeweils eigene Aufgaben. Mit dem Vorderbein hält es Beute fest, während die hinteren Beine auf Laufen und Schwimmen ausgelegt sind. Seine scharfen Sinne lassen es nur auf Pikmin reagieren, ansonsten bleibt es regungslos. Hat es eine Beute in seinen Klauen, lässt es sie nicht so einfach wieder los. Neuesten Erkenntnissen zufolge dient die Tarnung des Raubblattes nicht ausschließlich der Jagd. Die Tarnung dient auch dazu, andere Kreaturen ihre Eier wegtragen zu lassen und so ihre Verbreitung zu erhöhen. Okay, das habe ich jetzt nicht gedacht. Glutarak. Die Mitglieder der Arak-Familie sind dafür bekannt, Objekte von erstaunlicher Größe auf ihren Rücken zu tragen, um diese dann nachzuahmen. Der Glutarak ist nur eine Spezies dieser Familie. Es handelt sich eigentlich um ein friedfertiges Insekt, das sich von Nektar ernährt. Sieht er sich aber in einer Gefahr ausgesetzt, entzündet der Glutarak innere brennbare Gase, lässt seinen Kiefer vorschnellen und speit seine sengenden Flammen. Da ihn diese Eigenschaft klar zu einem gefährlichen Insekt werden lässt, ist es ratsam, sich nicht direkt von ihm aufzuhalten. Zapparak. Die Mitglieder der Arak-Familie sind dafür bekannt, Objekte von erstaunlicher Größe auf ihren Rücken zu tragen, um diese dann nachzuahmen. Der Zapparak ist nur eine Spezies dieser Familie. Es gibt offensichtlich keine Präferenzen bezüglich der Objekte, die sie auf ihren Rücken tragen, da sie alles transportieren, was sie hochheben können. Sie besitzen ein internes Organ, das elektrische Ladung generiert, welche der Zapparak freisetzt, wenn er sich bedroht fühlt. Ich finde es lustig, wie er diesen Grabweg auf dem Rücken hat. Der Aquarak ist Mitglied einer Insektenfamilie, die dafür bekannt ist, Objekte nachzuahmen, indem sie sie auf den Rücken trägt. Verschiedene Unterscheidungsmerkmale zu anderen Mitgliedern der Spezies wurden bereits bestätigt. Dazu zählen die Färbung des Körpers und Verhaltensmuster. Doch nichts davon weist auf größere Abweichungen in der genetischen Struktur der Kreatur hin. Daher besteht kein Zweifel an der Zugehörigkeit dieser Familie. Wird er von Feinden angegriffen, spuckt ihnen der Aquarak Körpersäfte entgegen. Raumanzüge korrodieren und oxidieren, wenn sie mit dieser Flüssigkeit in Kontakt geraten. Der Glasirak. Araks haben verschiedenfarbige Körper und unterschiedliche Fressvorlieben. Jede Spezies frisst verschiedene Arten von zum Beispiel Moos oder Kleintieren. Die Symbiose mit diesen lebenden Bakterien ist für die unterschiedliche Pigmentierung von Araks verantwortlich. Der Glasirak lebt in kühlen Habitaten und stößt ein kaltes Gas aus. Daher arbeiten seine symbiotischen Bakterien nur träge und erscheint in seiner natürlichen Farbe weiß. Es wurde bestätigt, dass Glasiraks, die sich in wärmeren Gebieten aufhalten und die Nahrung des Glutaraks zu sich nehmen, eine zarte Rosafärbung aufweisen. Das ist höchst interessant. Der Toxarak ist Mitglied der Arak-Familie.
die dafür bekannt ist, Objekte nachzuahmen, die sie auf dem Rücken tragen. Oft tragen diese Insekten die Kadaver anderer Lebensformen auf ihren Rücken. Dies dient aber offensichtlich nicht im Transport von Nahrung, sondern ist nur ein weiteres Beispiel ihres nachahmenden Verhaltens. Der Toxerak produziert zwei unterschiedliche chemische Komponenten in seinem Körper, die bei ihrer Vermischung ein Giftgas entstehen lassen. Dieses Gas wird nur zur Selbstverteidigung eingesetzt. Disco-Langbein. Diese Kreatur verfügt zwar über einige Reste an organischem Material, doch Panzer und Augen sind gänzlich anorganisch. Alle 19 Augen verfügen dabei über photoelektrische Sensoren, die diese Spezies nutzt, um ihre Beute präzise orten zu können. Das aus dem hinteren Teil des ersten Beingelenks ausgestoßene Gas enthält eine chemische Substanz, die nach Kontakt mit dem Gehirn einer anderen Lebensform dieses vorübergehend kontrolliert. Das Disco-Langbein nutzt diese auf natürlichem Weg entstandenen Phänomene, auch endloser Tanz genannt, um seine Beute zwischen seinen Beinen herumhüpfen zu lassen, während es sich selbst in einem bizarren Rhythmus bewegt. Die gesamte Interaktion ist höchst merkwürdig für einen lebenden Organismus. Doch auf diesem Planeten sind organisches und anorganisches nicht immer klar getrennt. Der Anodenkäfer. Dieses Exemplar ist repräsentativ für einen Insektenhybrid, der zusätzlich zur Elektrizität auch Glykogen zur Energiegewinnung nutzt. Obwohl es aufgrund ihrer mikroskopischen Größe nur schwer zu bestätigen ist, sorgen offensichtliche Härchen an den Beinen dieser Kreatur für die Reibung, welche die elektrische Entladung generiert. Diese wird wiederum durch die innere batterieähnliche Struktur der Kreatur verarbeitet und als elektrisches Feld gespeichert. Da dieses Feld kritische Werte erreichen kann, wird überschüssige Energie ausgestoßen, was zu einer niedervoltaischen Strömung führt, welche zwischen den Exemplaren hin und her gesandt wird. Sie dient dazu, andere Kreaturen in ihrer näheren Umgebung zu schocken. Bedenkt man diesen Ablauf, kann man annehmen, dass der größte Impuls für das Rudelverhalten nicht so sehr der für Gruppen ein typischer Energieeffekt im Hinblick auf Produktivität ist, sondern eher im Vorteil liegt, diese höchst effektive Eigenschaft zum Erhalt der Gruppe zu nutzen. Der Psychylex. Verbergen sich gerne im Gras. Nähert man sich ihnen, springen sie dann auf und laufen los. Diese Kreaturen bewahren unverdaute Nahrungskugeln in ihren Bäuchen auf, um so den Winter zu überstehen. Gewährt man aber den richtigen Halt, spucken sie diese aus. Neueste Forschungen haben ergeben, dass diese Kugeln von einer Membran umgeben sind, die sie in einer sterilen, luftdichten Umgebung verwahren. Bei Zimmertemperatur hält diese Membran ihren Inhalt für bis zu 6 Monate frisch. Diese Membran könnte aus demselben Substanz bestehen, welche dem Exoskelett Psychylex seinen schönen Glanz verleiht. Der Mietit. Diese parasitischen Insekten ernähren sich von Eiern. Mit Erreichen der Geschlechtsreife sondern sie ein Pheromon ab, das Weibchen bestimmter Spezies anlockt. Anschließend lassen sie diese Weibchen dazu, sie als Ganzes zu verschlucken. Igitt! Pigment scheinen durch den Duftstoff allerdings abgestoßen zu werden. Nachdem sie in den Wirtskörper gelangt sind, legen die Mietiten ihre eigenen Eier kurz vor dem Ableichen des Wirtes in den Eiern desselben ab. Alter, sind die Viecher ekelhaft. Also die waren ja vorher schon ekelhaft, aber das macht sie ja noch mehr ekelhaft. Schleuderkrabbler. Seine Offensivstrategie besteht in erster Linie darin, den Kristall auf seinem Rücken zu werfen. Ansonsten verfügt er über keinerlei Verteidigung. Im Grunde ist er ein friedlicher Pflanzenfresser, der sich vom Moos ernährt. Bei Gefahr zögert er jedoch nicht, sein Territorium zu verteidigen. Um sicherzugehen, dass er stets über ausreichend Wurfgeschosse verfügt, teilt er sich oft den Lebensraum mit Panzerstelzern. Auf diese Weise kann er ihren abgelegten Panzer für seine Zwecke nutzen. Wasserflitzer. Dank winziger Haare an seinen Füßen kann der Wasserflitzer blitzschnell über das Wasser gleiten. Diese Haare sind von einer ultrahydrophoben Substanz bedeckt, welche die Reibung mit dem Wasser minimiert. Sein langer Rüssel dient als eine Art Strohhalm, mit dem er auch im Wasser aufsaugt, das er als Waffe gegen kleine Insekten einsetzt. Das aufgesaugte Wasser kann in einem Reservoir an seinem Kopf gespeichert werden. Außerdem nimmt er beim Aufsaugen mikroskopisches Plankton auf. Sein Mechanismus zur Verteidigung dient also gleichzeitig auch seiner Ernährung.
Okay, das ist ein sehr praktisches System, wie er sich verteidigt und zugleich isst. Das ist ein sehr intelligentes Tier tatsächlich, würde ich sagen. Weißer Spektralit. Er ähnelt stark seinen andersfarbigen Verwandten. Doch das einzelne Paar Hinterbeine und die Muster auf den Flügeln verraten ihn. Zumeist bleibt er in seinem angestammten Revier. Selbst wenn er weiter wegfliegt, um eine Blume zu erreichen oder einem Punktkäfer zu entgehen, kehrt er doch bald wieder zurück. Diese weiße Variante sammelt keinen Nektar, trägt aber gelegentlich Rohmaterialien mit sich. Gelber Spektralit. Der Hauptunterschied zu anderen Spektralinen sind die einem Auge ähnlichen Punkte auf seinem hinteren Flügeln. Wenn man sie mit roten Spektraliden kreuzt, hat ihr Nachwuchs mit einer Wahrscheinlichkeit von 25% ebenfalls diese Augen auf seinen orangenen Flügeln. Seht das bereits als neue Unterart? Wenn man so drüber nachdenkt, eventuell. Ein Schneeweißling. Das war der Mottenboss. Der Kühlkreislauf in seinem Körper nutzt Ammonium als Kühlmittel, um die aus der Umgebungsluft aufgenommene Feuchtigkeit auf extrem niedrige Temperaturen herunterzukühlen. Dann wird sie über mehrere Öffnungen in seinem Körper wieder ausgestoßen und formt einen filigranen Kokon aus Eis, um sich zu schützen und Beute zu gefrieren. Sein Oberkiefer hat sich zu einem aufgerollten, spiralförmigen Saugrüssel entwickelt, dessen feine Haarbeute fangen und festhalten können. Auch wenn diese Kreatur an einen Schmetterling erinnert, ist sie in Wirklichkeit enge mit den Motten verwandt. Einiges weist darauf hin, dass Vorfahren dieser Kreatur, die nicht an das sich abkühlende Klima angepasst waren, ausstarben. Kriechende Chrysantheme. Genau wie die Pikmin gehört die kriechende Chrysantheme zur Gruppe der Kreaturen mit einem Wurzelapparat, der ihnen die Fortbewegung ermöglicht. Diese Kreatur betreibt Mimikry, doch da es sich um eine Pflanzenart handelt, ist diese Beschreibung nicht völlig zutreffend. Sie tarnt sich als harmlose Pflanze, um so ihre Beute zu überraschen, was ihr sogar bei Pikmin gelingt, obwohl sie zur gleichen Klasse von Organismen gehören. Die kriechende Chrysantheme kann ihre Nährstoffe nur aus Beutetieren ziehen, daher verzichtet sie auf die zur Photosynthese benötigten Blätter. Im Allgemeinen sind es in einem Ökosystem die Pflanzen, die Biomasse produzieren, daher befinden sie sich auch in der Regel ganz unten in der Nahrungspyramide. Auf diesem seltsamen Planeten jedoch verschwimmt die Grenze zwischen Spezies, die Biomasse produzieren, und solche, die sie konsumieren. Kriechender Schreckling. Zwar unterscheidet sich diese Kreatur durch das Aussehen der Fortsätze auf ihrem Kopf von der kriechenden Chrysantheme, auch der eigentliche Körperbau ähnelt ihr in weiten Teilen. Daraus können wir schließen, dass es sich bei dieser Spezies, wie auch bei den ebenfalls zur Gruppe der Ambulorandices-Szene Punktmin, nicht um evolutionsbedingte Varianten handelt, sondern um einen Parasiten, der sich in einer Gruppe von Pilzen angesiedelt hat. Da es sich bei den Wirtsorganismen um Pilze handelt, ist der kriechende Schreckling nicht zur Photosynthese fähig. Stattdessen verlässt er sich auf sein starkes Gift, um Beutetiere zu fangen, oder absorbiert aus dem Boden den Nektar, der entsteht, wenn durch sein Gift verendete Kreaturen verwesen. Ist eigentlich auch eine schlaue Jagdmethode. Der diebische Saprophag. Erwachsene diebische Saprophagi konkurrieren mit Pikmin um denselben Nahrungsquellen. Ihre dicken Außenhaut erlaubt es ihnen, den meisten Pikmin-Angriffen standzuhalten. Allerdings behaupten einige Forscher gesehen zu haben, dass Saprophagi von einer massiven Anzahl von Pikmin überwältigt worden sind und letztendlich sich selbst als Nahrung dienten. Die sehen ja auch schon aus wie Brot. Vor allem die Großen sehen schon aus wie Brot. Riesensaprophag. Diese gigantischen Spezies in der Familie der größeren Saprophagi verfügt über einen perfekt quadratischen Torso, sodass der Eindruck entsteht, er wäre in eine Form gepresst worden. Für eine kurze Periode nach der Geburt rivalisiert der Riesensaprophag mit kleineren Saprophagi um Futterplätze. Nach Erreichen der Geschlechtsreife sucht er aber nach größerer Beute. Dies ist der primäre Grund dafür, dass zwei Spezies mit ähnlichem Fressverhalten im selben Habitat koexistieren können. Horn von Pikmin scheinen die einzig mögliche Bedrohung für das Leben dieser massiven Kreatur darzustellen. Schatzmandarlein. Direkt nach dem Schlüpfen erinnert diese Kreatur an eine Kaulquappe. Doch bereits innerhalb der ersten Woche wachsen ihr Beine.
Dieser junge Schatz Samanda ist etwa einen Monat alt. Was sich an der erzähnlichen Substanz auf seinem Rücken und der Tatsache, dass er bereits an Land lebt, erkennen lässt. In dem lebenden Erz befinden sich Substanzen, die an Schätzen erinnern und einen Effekt sowohl auf Sensoren als auch auf Pigment haben. Das Laternenorgan auf seinem Kopf ist allerdings noch nicht völlig entwickelt. Daher kann es nur schwache elektromagnetische Wellen aussenden. Aus diesem Grund verstecken sich junge Schatzmanda oft, um Angriffen durch Pigment aus dem Weg zu gehen. Der Schatzmanda. Bei den an Erz erinnernden Auswüchsen auf seinem Rücken handelt es sich um geronnene Körperflüssigkeiten, die aus einer dem Glycerium ähnlichen Substanz bestehen, auf die unsere Sensoren sehr stark reagieren. Diese sozusagen lebendige Erz verströmt außerdem einen Duft, der Beutetiere anlockt und erfüllt daher eine wichtige Funktion bei der Nahrungssuche. Das laternenähnliche Organ auf seinem Kopf stößt elektromagnetische Wellen aus, die Pigment und Zwiebeln dazu veranlassen, ihn für ihren Anführer zu halten und es ihm erlauben, Pigment direkt aus der Zwiebel rauszuholen. Kann den Pigments allerdings keine Befehle geben. Daher verstecken sie sich oft und vermeiden es so, gefressen zu werden. Davon habe ich null was mitbekommen, als ich den bekämpft habe. Mini-Rüsselklatscher. Gleich nach der Geburt beginnt die Haut dieser Spezies sich zu verhärten, bis sie innerhalb kürzester Zeit die gleiche unrückständige Zähigkeit wie die eines ausgewachsenen Exemplars erreicht hat. Adulte Rüsselklatscher nutzen ihren Rüssel geschickt, um von hohen Ästen aus nach Nahrung im Boden zu graben. Doch jugendliche Individuen ernähren sich direkt vom Boden, etwa von herabgefallenen Früchten und Nüssen oder dort wachsenden Pflanzen. Im Vergleich zu den Rüsselmuskeln sind die Muskeln im Bein und Torso eher schwach entwickelt, was dazu führt, dass junge Rüsselklatscher leicht aus dem Gleichgewicht zu bringen sind. Wahrscheinlich ist das bei dem Größten so, dass der schwer umzuwerfen ist. Eierling. Dieser primitive Organismus wird zu den Potoschordaten gezählt. In seiner Jungform verfügt er über eine skelettähnliche Struktur, den sogenannten Achsenstab. Er nutzt seinen mit Finn versehenen Schwanz zur Fortbewegung und lebt während der Wachstumsphase in den Eiern anderer Kreaturen. Je weiter er sich entwickelt, umso mehr erinnert er an gewöhnliche Weichtiere, wobei er aber einige besondere Merkmale aufweist. Der vorstehende externe Magen kann nicht zur Beute bei Kontakt direkt verschlingen, sondern er dient auch der Fortbewegung. Irgendwo ekelhaft, wenn man bedenkt, dass er sich mit seinem Magen fortbewegt. Tarngel. Dieses primitive Lebensform aus der Golem-G-Familie besteht aus einer einzelnen Zelle, was angesichts ihrer Größe recht ungewöhnlich ist. Der Nukleus ist wie ein gewölbter Stern geformt und die Individuen bewegen sich fort, indem sie mit Hilfe der Finne am Ende der geißelähnlichen Schwanzes den Gelee-artigen Körper abwechselnd ausdehnen und wieder zusammenziehen. Wird der Nukleus entfernt, verliert der weiche Körper seine Struktur, doch solange der Nukleus lebt, ist es dem Tarngel möglich, in seine ursprüngliche Form zurückzukehren. Zum Beutefang ahmt das Tarngel, das übrigens auch zum Löschen von Feuer verwendet werden kann, in der Regel Nektar nach und wartet ab, dann dehnt es sich plötzlich aus, um seine nichtsahnenden Opfer zu verschlingen. Auch eine sehr schlaue Jagdmethode. Das war der erste Boss, den wir bekämpft hatten. Schnapperküken. Durch die sogenannte Prägung halten manche Jungvögel alles, was sie innerhalb einer bestimmten Zeit nach dem Schlüpfen hören oder sehen, für ihre Eltern. Diese vermeintlichen Müttern und Vätern folgen sie dann beharrlich. Bei Schnapperküken ist diese Prägung allerdings spezifischer. Sie können nur auf etwas geprägt werden, was sowohl groß als auch blau ist und einen ohrenbetäubenden Schrei ausstößt. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass sie niemals den Fehler machen werden, Lebewesen wie uns für ihre Eltern zu halten. Und uns erkennen sie ausschließlich Nahrung. Schnapperküken suchen noch nicht unterirdisch nach Nahrung, sie bleiben an der Oberfläche, die ebenfalls gute Nahrungsquellen aufweist. Die Küken an sich wirken harmlos, doch Vorsicht, die Elternteile könnten sich in der Nähe verstecken, um die Küken zu beschützen, bis sie alt genug sind, sich selbst zu verteidigen. Na, da ist auch direkt die ausgewachsene Version, der gemeine Schnapper. Die Mehrzahl der Schnapper liegt auf der Lauer, um nach ihrer Beute zu schnappen. Ihr Körperbau ist für diese Art der Jagd perfekt geeignet. Der Schnapper greift brutal kleine auf dem Boden lebende Insekten an.
Über einen relativ weiten Bereich verbreitet haben sich Subspezies der Schnapper entwickelt, die sich der jeweiligen Bodenbeschaffenheit angepasst haben. Somit ist der Schnapper geografisch gesehen neben dem Punktkäfer die am stärksten präsente Spezies. Dem Schnapper sehr ähnlich ist der Schnipper, dessen Verbreitung sich teilweise mit den Gebieten deckt, in denen der Schnapper vorkommt. Obwohl sich die beiden sehr ähnlich sehen, wenn man sie aus dem Boden zieht, kann man sie leicht durch das Vorhandensein respektive Nichtvorhandensein von Schwanz und Flügeln unterscheiden. Trompetenschnabel. Denn extrem differenzierten Atemmuskeln erlauben es ihm, während des Fressens große Mengen an Luft durch seinen langen, kräftigen Schnabel einzusaugen. Seine Federn sind allerdings zu klein, um damit fliegen zu können. Die aktuell vorherrschende Theorie besagt, dass dies daran liegt, dass er durch Mangel an Fressfeinden und wenig Konkurrenz um das Futter in seinem Habitat eine Nische im Ökosystem gefunden hat, in der er sicher ist. In letzter Zeit, seit der Erweiterung des Pikmin-Territoriums, sieht man allerdings weniger Trompetenschnäbel. Der Schmorkuchen. Diese Kreatur ist mit den Muscheln verwandt und kann mit den Muskeln in ihrem Körperinneren geschickt ihre obere und untere Schale bewegen. Dies ermöglicht es ihr, Eier sowie kleine Amuloradizes, wie zum Beispiel Pikmin, zu zerquetschen, woraufhin der in ihnen enthaltene Nektar in den Boden sickert. Der Schmorkuchen ernährt sich dann von den Moosen und Mikroorganismen, die den Nektar als Nahrungsquelle nutzen. Um deren Wachstum weiter zu fördern, sondert der Schmorkuchen außerdem ein Öl aus seinen Schalen ab, das er entzündet, sobald es sich im Boden verteilt hat. Es steht zu vermuten, dass er die Fruchtbarkeit des Bodens verbessert. Praktisches Ding. Der Elektrokuchen. Diese Spezies verfügt über Muskeln, deren Zellen es ihr ermöglichen, in dichten, asymmetrischen angeordneten Schichten durch ein elektrisches Gefälle Elektrizität zu erzeugen. Die an Elektroden erinnernden Fortsätze leben die Beute, die dann zusätzlich zerquetscht wird und so als Dünger dienen, auf dem Moos und Mikroorganismen wachsen. Und von diesen wiederum ernährt sich dann der Elektrokuchen. Eiskuchen. Diese Kreatur stößt auf einer Seite ihres Panzers kalte Luft aus und gefriert so ihre Beute. Diese zerquetscht sie dann, indem sie sich darauf fallen lässt. Da in kalten Regionen nur wenig Nahrung verfügbar ist, wird vermutet, dass diese Spezies eine Methode entwickelt hat, Nährstoffe über lange Zeit zu speichern. Giftiger Zwergpunktkäfer. Dieser Zwergpunktkäfer dient Pilzfäden als Wirtskörper. Das hält ihn aber nicht davon ab, Nahrung zu suchen und dabei große Mengen an Sporen zu hinterlassen, die aus den Sporensäcken auf seinem Rücken stammen. Haben die Sporen dem Wirtskörper den Garaus bereitet, mutiert dieser zu einer Pilzkultur, aus der nach einer gewissen Zeit eine junge Giftmorschel wächst. Giftkriecher. Das Nervensystem sowie die schleimproduzierenden Organe dieser Kreatur sind von Pilzfäden durchzogen, weshalb sie auf ihrem Weg Sporen hinterlässt. Sie schüttet dabei auch Sporen auf andere Kreaturen und infiziert so neue Wirtskörper, wodurch sich das Habitat der Giftmorschel erweitert. Ist der Wirtskörper nicht mehr lebensfähig, kann er dem Pilz auch nicht mehr als Medium dienen. Da die Körperflüssigkeiten eintrocknen und der Körper schrumpft, an diesem Punkt verlässt der Pilz ihn dann wieder. Der Pyokriecher. Eine Art Schnecke, die vom brennbaren Schleim bedeckt ist und auf das traditionelle Schneckenhaus verzichtet. Die Kreatur sondert diesen Schleim konstant ab und bleibt auf diese Weise vor dem Feuer geschützt. Mit am faszinierendsten an dieser Kreatur ist ihre Fähigkeit, durch achtlose Streifen von Pflanzen Flächenbrände auszulösen. Mann, was für ein Mistding. So, und das ist jetzt das letzte Vieh, was wir ihr heute vorlesen. Das Fell, das sein Gesicht bedeckt, wirkt wie ein Kondensator. Er reibt sein Fell, um statische Elektrizität zu erzeugen, die er dann gegen Feinde einsetzt, die in sein Territorium eindringen. Er greift auch tatsächlich eher an, um sein Revier zu verteidigen, als um Beute zu machen. Manche seiner Eigenschaften sind in diesem Ökosystem einzigartig, wie etwa das Zeugen seiner Jungtiere. Das könnte die Evolution eines Tages womöglich beeinflussen. So, und beim nächsten Mal lesen wir dann die restlichen Einträge hier vor. Also so ab dem Mammuter, ab da lesen wir dann. Na gut, dann gehen wir jetzt an die Schatzeinträge. So. Es fehlen übrigens 6 Serien zu diesem Zeitpunkt noch. Ich würde sagen, wir gehen jetzt so 3 durch und bei der nächsten Folge gehen wir auch 3 durch.
aus Olimas Sicht. Und wir fangen mit den Frühlingsgewächsen in der Hinsicht an. Sonnenkernbeere. Der Duft dieser Frucht macht mich unerklärlich glücklich. Ich denke an Sommertage zurück und meine Frau, die mich im Sonnenlicht anlächelt. Sie würde wahrscheinlich lachen, wenn sie das lese. Aber das wäre mir nur recht. Ich liebe ihr Lachen. Die Kopidusgranate. Ganz wichtige Nebeninfo, das war eine wichtige Sache in dem Versus-Modus immer, die Kopidusgranate bei den früheren Spielen. Weil darüber hat man die Fähigkeiten bekommen. Um den Kameraden zu nerven. Was für eine verblüffende Pflanze. Seltsamerweise scheint sie zwei entgegengesetzte Charakteristika zu besitzen. Manchmal weckt sie beim Verzehr wundervolle Gefühle der Liebe und Zuneigung. In anderen Fällen scheint sie jedoch jede romantische Anwandlung im Keim zu ersticken. Diese Unberechenbarkeit lässt sie zur Vorsicht beim Genuss dieser Pflanze raten. Die Wachmacherknolle. Als ich jünger war, haben mich saure Bonbons durch lange Nachtschichten gebracht. Sie gaben mir Energie und hielten mich wach. Ein gutes Beispiel dafür, dass sauer nicht schlecht sein muss, auch wenn ich Nachtschichten heute lieber anderen überlasse. Der Zuckertropfen. Nachdem unser erstes Kind geboren war, habe ich mit meiner Frau über seinen Schlaf gewacht. Während wir draußen in der warmen Frühlingsluft saßen. Ach, welche Freude. Das Licht der Sonne auf den Haaren unseres Sohns erinnert mich an diese Frucht. Goldener Globus. Ich hatte einmal einen Traum von einem Baum, an dem die Früchte wie diese in großen Massen hingen. Gäbe es solche Bäume wirklich, hätte jeder genug zu essen. Vielleicht sollte ich einfach mal ausprobieren, einen der Kerne anzupflanzen. Ja, könnte gut gegen den Welthunger gehen. Der Netzballon. Ich tue mich schwer damit, Geschenke auszusuchen, um gute Besserung zu wünschen. Ich weiß, was mir gefallen würde, aber es geht ja nicht um mich. Und das macht es dann so schwierig. Wenn mir gar nichts einfällt, nehme ich dann meist etwas Essbares. Wie diese Frucht. Ich jedenfalls habe immer Hunger, wenn ich krank bin. Die Sommerfrüchte gehen wir als nächstes durch. Da ist das Skuppenbeet. Ist doch sehr schön. Wie sie da alle so aneinander liegen. Das gibt einen Hunger. Polierter Beerenstein. Der Duft dieser Frucht lässt einem das Wasser im Mund zusammenlaufen. Doch der Geschmack enttäuscht dann etwas durch seine Säure. Aber man sollte sich nicht davon abhalten lassen, Neues auszuprobieren. Denn es gibt nichts über eine Portion Neugier. Die Poetenfrucht. Sehr süß. Fast zu süß. Der Genuss ist so intensiv, dass er einen schläfrig werden lässt. Man möchte für immer und ewig nichts anderes mehr zu sich nehmen. Ich muss darauf achten, nicht so viel von dieser Frucht zu essen. Der Tagkugelschwarm. Dieses Obst wächst in Büscheln, sodass man eine Beere nach der anderen essen kann, ohne Nachschub holen zu müssen. Eine einzelne Beere sättigt zwar, aber es wäre trotzdem schwer, nicht gleich das ganze Büschel zu verputzen. Oh, das kenne ich. Eine Analyse ergab, dass diese Beeren eine antioxidantiv wirkende Substanz enthalten. Vielleicht fühle ich mich deshalb so frisch und energiegeladen, wenn ich ein ganzes Büschel davon esse. Wie ich mich wohl nach zwei Büscheln fühlen würde? Bessrika Titan. Wenn ich diese Frucht sehe, möchte ich sie in viele kleine Teile spalten. Je mehr ich versuche, nicht daran zu denken, umso stärker wird der Impuls. Ich muss wohl das tiefe Bedürfnis verspüren, ein großes, rundes Hindernis zu beseitigen. Was will mir das sagen? Perlsaftdepot. Safttaschen, die sich um einen leeren Mittelpunkt drängen. Sie sind wie süße Erinnerungen, die durch doch die Leere in unseren Herzen nicht füllen können. Wenn ich diese Frucht sehe, erfüllen mich Nostalgie und Bedauern. Ja, das waren die Sommerfrüchte. Dann nochmal als Gruppenbild. So, und damit wir jetzt hier nicht mehr allzu viele Einträge haben, noch die drei mächtigen Speere. Und wir fangen mit dem unbeirrbaren Speer an. Dieser Speer erinnert an die Raketen des früheren Raumzeitalters. Hat er gar einen eigenen Antrieb? Doch wenn ich meine Fantasie schweifen lasse... Vielleicht handelte es sich auch um einen Talisman, der alle, die ihr Glück im Weltraum suchten, beschützen sollte. Der Prinzessinnenspeer. Meine Kleine war schon immer unsere Prinzessin. Wenn es diesen Speer nur kleiner gäbe, wäre er das perfekte Mitbringsel für sie. Das würde sie sich riesig freuen. Sie würde damit spielen und Sachen würden zu Bruch gehen. Und der Hund würde Angst bekommen. Meine kleine Prinzessin ist wohl doch etwas zu energiegeladen für ein Mitbringsel wie dieses. Der arme Hund... Steinzertrümmerer. Vorsicht, dieses Werkzeug ist sehr spitz.
Sein Erfinder muss ganz versessen darauf gewesen sein, Dinge aufzubrechen. Na gut, das Ding mag sehr praktisch sein, aber allgemein sammle ich lieber einzigartige Stücke mit hohem ideellen Wert. Und da sind sie auch noch mal als Gruppe. Sehr schönes Gruppenbild. So, beim nächsten Mal gönnen wir uns dann die letzten noch verbliebenen Einträge, die ich mit Oli mal nachholen muss. Ich würde sagen, wir gehen dann jetzt mal so langsam in den Garten der Giganten zurück. Wir sehen uns dort wieder. So, Leute. Da sind wir auch wieder. Die Pikmins kommen gerade alle raus und ich habe gerade noch mal einen Tagebucheintrag bekommen, beziehungsweise einen Logbucheintrag. Oh, Lima. Aber was gesehen, dass ich irgendwie ohne mehr gewesen sein könnte. Jedenfalls hat es schattelig und ziemlich glücklich ausgesehen. Ich werde das mal nicht weiter verfolgen. Aus dem Hund, den dieses komische Wesen dabei hatte, würde ich ja gerne mal reiten. Ja, der Hund reiten macht Spaß. Das klang so falsch. So, jetzt können wir erstmal als allererstes das nachholen, was wir beim letzten Mal nicht bauen konnten. Darunter zuallererst die Brücke da. Weil dann können wir das Feuer hier rüber holen. Und natürlich, ich glaube, hier auf der linken Seite war es. Hier war auch noch mal so ein Teil, was zusammengebastelt werden muss. So, die Fels-Pikmin arbeiten hier. So, die blauen Pikmins, die arbeiten jetzt gerade schon. Ich versuche gerade ganz schnell das Feuer hier hinten hinzutragen. Oh, hat gerade so funktioniert. Die bauen jetzt gerade die Brücke und währenddessen wird auch nebenbei der Sprinkler gebastelt. Der eine wichtige. Komm mit. Den können wir ja schon mal abtransportieren lassen. Dann hole ich mir direkt ein neues Teil. Die kommen schon, sobald sie das fertig gebaut haben. Wir bauen jetzt auch die Abkürzung hier hinten endlich. Das konnten wir ja nicht machen, weil, ja, ich war blockiert durch Sprinkler und ich hat was gefehlt, nämlich Rohmaterial. Ach, hier ist nochmal eine Dandori-Herausforderung. Diese Laublinge, die sind überall. Komm, es ist Zeit für Dandori. Die Laublinge sind einfach nur geil. Ich finde es lustig, wie die mal reinschauen. Also gut, Goldenschnabel. Du solltest diesem Laubling mal zeigen, wozu du beim Dandori fähig bist. Ja, aber erstmal schieben wir das Ding darunter. Dann haben wir hier eine Abkürzung. Die warten alle an der Basis. So, damit ist der Trupp auch wieder komplett. Haben die ja unten das Wasser ausgemacht? Gut, dann gehen wir da zuerst jetzt hin. Ja, komm raus. Das ist eine neue Kreatur, ne? Ja, komm noch raus. Angriff! Muss Augen kaputt machen. Angriff! Da wurde vernichtet. Muss jetzt aber erstmal trotzdem eine neue von diesen Eicheln holen. Warte, wir können. Ach, ich wollte da links den Weg kürzer machen. Nee, 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 nee. Das bleibt erstmal liegen. Das hole ich, sobald ich die hiesige Zwiebel gefunden habe. So, da müssen wir anmachen.
müssen das Feuer ja näher bringen. An unsere Einsatzorte. Ach nö. Waren das alle? Gut. Ich hasse die Dinger. Lass die ruhig liegen. So, da muss gearbeitet werden. Und ganz schnell. Nein, eine Sekunde zu spät. Hier kommt doch 100 pro was aus dem Boden gleich. Ah, hier ist die nächste Station. Oh, da, das darf direkt abtransportiert werden. Und hier muss was gebaut werden. Solange es die roten Pigments sind, ist der Glutcharakter ja egal. Oh, riesige Orkaloks. Aha, die Felspigments können eh nicht zerstampft werden. Die roten schon. Er war ja lange betäubt. So, einfach nur aus dem Weg erstmal geschafft. Das machen die blauen Pigments, weil die nicht davon beeinflusst werden. Vorher komme ich auch nie mit der Kastanie hin. Ja, genau deswegen. Ich denke mal, beim nächsten Mal können wir dann die Nachtexpedition hier antreten. Das ist eine Knopfknolle. Das ist ein Grill. Gute Frage. Da ist schon wieder eine Dandori-Herausforderung. Okay, ich muss irgendwie entweder Otschen hier hochkriegen. Never mind. Oder mit den Gelben nochmal hier hoch, wollte ich sagen. Springen wir nochmal in den Grill. Ah, ich verstehe schon. Der eine Glutrak hat gerade den anderen aufgehoben. Und nochmal mehr Pigments. Okay, die haben das Maximum erweitert von damit. Moment, was ist da gerade passiert? Wir können nicht mehr Pigment mitnehmen als vorher schon. Oh, stattdessen kriege ich Säfte. Hm, Nektar aus der Zwiebel. Wie es aussieht, können wir trotz Knobknollen niemals mehr als 100 Punkten Pigment gleichzeitig an der Oberfläche sein. Ja, das hätte mich jetzt stark verwundert. Bei 100 war Maximum. Ein goldener Tischilex. Gib Stuff. Gib her.
Gönnung. Ah, ich muss von da oben werfen, sonst komme ich nicht an die Schale ran. So, Weg auf. Da können wir auch direkt was abfackeln. Wenn ich schlau genug zum Werfen bin. Ich weiß, unsere Leistung hält sich wieder in Grenzen. Aber wir haben ja trotzdem was gefunden, was Wichtiges. Und wir haben auch einiges an Rohmaterial gefunden. Wodurch wir jetzt nicht wieder so eine Riesenknappheit haben. Und wir haben ja einen Riesen besiegt. Ich muss Feuer nach da hinten bringen. Feu, feu. Feu, feu, flieg! Da ist wieder ein neuer Gegner. Den heben wir uns für ein andermal auf. Das, was das nur die Wasserpigments machen können. Kommt, helft da mal. Das schaffen die nicht mehr rechtzeitig. Aber wir können das eine Ding noch abfackeln. Mal sicherheitshalber. Ja, springt doch raus! Mensch! Menschenskinder! Ich weiß, dass sich unsere Leistung wieder in Grenzen hält. Vier ungleiche Brüder. Wenigstens eine neue Sache. 3%. Beim nächsten Mal gehen wir auch in die Höhlen rein. Obwohl, beim nächsten Mal gehen wir die Nachtexpedition an. Chefin, du hast doch persönlich Berner für die Rettungstour rekrutiert, nicht wahr? Denn vor einigen Jahren wollte ich beim Interstellaren Postamt ein Päckchen aufgeben. Und da sagt deine Stimme, ich kann dieses Päckchen schneller als jeder andere ausliefern. Und fandest du nicht, dass das etwas merkwürdig war? Ja, schon. Aber er hat dann mein Päckchen 2 Tage schneller ausgeliefert, als die anderen normalerweise brauchen. Unsere vorherigen Piloten war gerade in den Ruhestand gegangen, also habe ich ihnen eine Chance gegeben. Und das war auch gut so. Aber besser wäre, dass man ja manchmal etwas leiser reden würde. Rettungsmission Tag 39. Irgendwas, das ich mir bei dir holen kann? Ich habe gesehen, dass ich jetzt einiges an Rohmaterial jetzt wieder zur Verfügung habe. Na komm, wir gönnen uns mal den Luftschild für Otschin. Aber nur den einen, den anderen nicht. Ich will mir ein bisschen Rohmaterial zurückhalten. Wir haben noch ein paar neue Einträge gerade ja bekommen. Nicht so viele, aber ich will sie trotzdem eben kurz einmal lesen. Da muss ich die beim nächsten Mal nicht mitlesen. Nehme ich einmal den Zichi Flux. Erstmal aus seiner Sicht und dann aus Olimas. Er glänzt nicht nur golden. Sein Panzer besteht wirklich aus Gold. Denn dieses kleine Kerlchen sammelt fleißig Goldpartikel aus dem Boden. Wie zu erwarten, bekommt man einen Zichilex nur sehr selten zu Gesicht. Ich hoffe, er weiß, dass ich ihm niemals Schaden zufügen würde. Und zeigt sich mir vielleicht etwas öfter. Also bei mir wäre das gelogen, wenn ich das sagen würde. Dieser Käfer konsumiert ehemals subterrane Mineralien. Aufgrund der Tatsache, dass er selten an die Erdoberfläche geht, gibt es nur wenige Sichtungen dieser Spezies.
Während Mineralien die Hauptnahrungsquelle dieses Käfers sind, verfügt er selbst nicht über die Möglichkeit, diese auch zu verdauen. Stattdessen zersetzen Metabakterien im Bauch des Käfers die Mineralien. Das daraus entstehende reine Metall wird ausgeschieden, aber seltene Metalle wie Gold und Platin kristallisieren sich zu der schillernden Schale des Käfers, wodurch er seine natürliche Schönheit erhält. Okay. Und da ist der Glubschgreifer. Das riesige Krampfvieh, was wir gerade bekämpft haben. Seine Glubschäuglein sind mehr als einfach nur groß. Sie können sogar Dinge sehen, die unsere Augen nicht wahrnehmen können. Ihr könnt uns sicher viel über uns für uns unsichtbare Objekte sagen, wenn wir sie ihm zeigen würden. Ach, die Möglichkeiten. Jetzt zeige ich ihm was Unsichtbares. Wie sein naher Verwandter, der Einsiedlergreifer, horst er in einer Höhle statt einer Schale. Er verfügt über abnorm entwickelte Augen, mit denen er Beute im trüben Wasser oder im Schlamm aufspürt. Mit ihnen kann er zirkular polarisiertes Licht sowie das ultraviolette und infrarote Spektrum wahrnehmen. Er ist gut vor Räubern geschützt, so dass er durch vorgesetzte Häutung über 50 Jahre alt werden kann. Okay. Ich rechne natürlich mit, dass der so jetzt in der Reihe wäre ab dem Mammuter. Den werde ich beim nächsten natürlich nicht nochmal vorlesen. Also wir gehen beim nächsten Mal ja die restlichen Piklopädie-Einträge durch. Entschuldigung, dass dadurch die Folgen auch momentan dann so ein bisschen lang sind. Momentan bestehen die Folgen ja hauptsächlich aus diesen Piklopädie-Einträgen, aber wir müssen ja auch mal durchgehen. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass ihr trotzdem alle Spaß mit dem Part hattet. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao Leute, bis dann! Thank you.